so. Du hast verschiedene viele verschiedene Sachen. Du hast nicht immer das Gleiche. Du kriegst dann zwischendurch Notrufe rein Das, und was mich sowas. eigentlich am meisten juckt, ist aber einfach schweineteuer und das kann ich mir vielleicht, wenn dann höchstens mir mal zu meinem Geburtstag erlauben. Ja, ich werde auch nicht, also ich wiederhole das auch, wo ich Bock drauf habe. Klar, FIFA ist sowieso klar, das läuft ja eh Kannst du dir durch. denken, was das ist? Nee. Muss ich Fängt zugeben. mit V an. Ist das ein Squid oder was? Na, wo fängt denn Assassin's Creed mit Ja, V an? Valhalla, Nein. haha. Keine Ahnung. Ich muss es zugeben gerade. Ist ein Zusatzteil für die PlayStation, das mit V anfängt. Die Feuerbrille. Richtig. Ich habe die erste zum Beispiel hier liegen. Ist aber scheiße teuer. Ich weiß. Bei meinem Bruder gibt's die. Ich will die mal ausprobieren, wenn ich nächstes Mal bei meinem Bruder bin. Ich habe die erste Generation, die hat damals 400 gekostet. Aber ich wüsste halt nicht, wie ich meiner Freundin 600 € für eine VR-Brille erklären soll. Tja. Ich warte auch momentan auch mit der PS, also mit der PS5, das wird ja auch erst mal kommen, weil ich im August, Weißt ich fliege im August in Urlaub und das ist mir wichtiger momentan. aber mich mit meinem Lenkrad mal hierher setzen, mit VR-Brille und Gran Turismo spielen, oh, das wäre geil. Wir könnten uns auch immer wieder treffen und dann bringe ich meine erste VR-Brille mit. Dann kannst du sie mal anprobieren. Wenn du Bock hast. Weil Gran Turismo 7 geht ja mit VR. Ja, wie gesagt, ich bring dir meine erste Brille mit und dann kannst du sie mal ausprobieren. Die liegt mittlerweile wieder im Karton. Ich wollte sagen, ich will mittlerweile wieder verkaufen. Weil momentan mit dem Aufnehmen, das wird dann immer ein bisschen schwierig. Ich habe schon Video, also ich habe Videos schon mit der Feuerbrille gemacht, die gibt's, müsste ich immer in irgendeiner Playlist haben. Ich Aha. glaube, da habe ich Billard, glaube ich, aufgenommen. Mit der Feuerbrille. Das ist ganz witzig, das ist ganz cool. Aber du brauchst ja Schade, dass nichts. wir so weit auseinander sind in der letzten Runde. Ja, ich bin, glaube ich, zu früh runter. Aber warte, ich versuche so irgendwie so weit wie möglich zu dir zu kommen. Weil ich sehe, wo du bist. Also ich bin so weit, bin ich gar nicht weg von dir. Ich versuche es halt so weit wie möglich jetzt. Naja, bei Ghost Recon, die Story, wir haben ja noch ewig viel zu tun damit, ne? Wir haben ja gerade erst zwei Ziele getötet. Ja, wie gesagt, mir ist einfach aufgefallen, das, was mir damals so Spaß gemacht daran hat, war, dass unsere Vierertruppe das angegangen ist. Das Spiel an sich ist gar nicht so. Das war eigentlich mehr so, dass wir das zusammen gemacht haben, was es so geil gemacht hat. Ja, da müssten wir. Ja, ich hätte auch kein Problem damit, wieder das wieder anzusitzen. Das sind viele Dinge, die das so ein bisschen kaputt gemacht hat damals. Halt unter anderem der Spiel, weil die falschen Leute mit dabei waren, auch gut, auch wie ich selber mein Verhalten und so, das war auch nicht immer ganz richtig. Das stimmt schon, ja. Ich bemühe mich ja, oder ich glaube, ich krieg es mittlerweile gut hin, mit dem ziemlich wenig zu ragen mittlerweile, auch wenn ich mich mehrmals wenn irgendwas passiert. Ist es halt so. Ah, ein Scharfschützen. Schön. So, gucken wir mal, was wir haben. Du hängst wieder im Badezimmer. So, haben wir denn irgendwas mal in der Nähe? Was haben wir hier? Perfetto, das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Ich sehe aber nichts. Ja, es müsste mal wieder. Deswegen bin ich ja eigentlich so ein Fan davon, von diesen Koop-Shootern. Dieses Koop-Ding, aber das macht ja auch viel aus. Aber wie gesagt, klar, diese.
Simulatoren kann man auch locker zu zweit spielen. Also wie gesagt, ich weiß also, dass der Bus-Simulator zu zweit geht und auch hier, wie gesagt, der Polizeisimulator, den ich jetzt gerade spiele, der macht auch zu zweit. Hast du was gesehen, feindlich jetzt oder was? Nee, ich höre die ganze Zeit da Schüsse, aber ich sehe ihn nicht. Hörst du das nicht? Ja, doch, Festung ist natürlich. lokalisiert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Am Schiff vorne geradezu, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, da ist ein bisschen Feindpräsenz. Genau. Na, nur nicht schießen. Ja gut, du hast ein Dings, ne? Scharfschützgewehr, ich hab ein MG. Ja. Ich hab bei weitem nicht diese Reichweite. Ich bin auch kein Scharfschütze, muss ich sagen. Ich probiere mich mal daran zu pirschen ein bisschen. Das Team ist in der Sicherheitszone. Ich höre sie. Scheiße, ich hab ihn gesehen, ich wusste, wo er war, an der Tür, aber wir sind zu zweit. Ziel zerstört. Ich hab's auch schön geplündert. Das ist nicht wahr, ich hab den doch gehabt. Du hast Prügel bezogen. Zurück zur Basis mit dir. Und aus der Niederlage. Das Scheitern ist ein weiser Lehrer. Scheiße. Naja. Na gut. Man hört sich, ne? Bestimmt, ja. Bis dann. Ciao. Awesome.